Hallo, grüß euch zu unserem Video. Heute möchte ich euch neue Vasen vorstellen, die wir haben. Und ich habe dann heute unter Tag überlegt, welche Farbe mache ich jetzt da rein und was könnte jetzt da ein schöner Farbtupfer sein. Und dann haben wir Schals und Mützen und Stirnbänder und alles Mögliche gekriegt, die wir ganz früh im Lohn haben. Und war natürlich gelb dann bei unseren Kundschaften schon gleich mal der Renner. Und darum haben wir gedacht, in die Vasen wird halt auch eine Deko reingemacht, wo wir dieses richtig schöne, kräftige Maisgelb drin haben. Und ja, lasst euch überraschen. Ich habe mir jetzt da schon ein bisschen Material zusammengestellt. Unser braunes Geäst ist endlich wieder da. Jetzt kann ich auch wieder vernünftig arbeiten. Und ganz viele Kundschaften, die es bestellt haben, die freuen sich jetzt auch, dass sie es wieder drin haben. Und ja, das ist jetzt unsere Farbzusammenstellung, die ich jetzt für heute ausgesucht habe. Und ja, diese gelben Blätter schauen natürlich ganz toll aus. Und die können wir jetzt dann auch ganz schön arbeiten. Ich habe mir jetzt da nochmal ein Bild dazu gestellt, wo ich jetzt auch sage, das ist jetzt ein bestimmter schöne, es gibt jetzt ein schönes Bild, wenn die jetzt so gelb geschmückt haben, die Vasen. Ja, erst geht es einmal los mit dem Tischlöffel. Der ist jetzt natürlich auch gelb. Und den legen wir jetzt da schon mal her. Und die Vasen hätte ich jetzt auch so gemeint, dass man die jetzt einfach so herstellen. Ich nehme jetzt dieses braune Geäst und jetzt das bloß in eine von den Vasen rein. Das ist natürlich jetzt da auch ganz schön zum Teilen. Und dann werde ich das einfach nur da so auslaufen lassen, dass das so dazwischen drin liegt. Und dann habe ich jetzt da nochmal so ein bisschen von dem zweiten Geäst. Nehmen wir jetzt einfach nochmal ein bisschen was weg. Weil das einfach in die Vasen drin so praktisch ist zum Bauen. Wenn ich das jetzt einfach nur so in die Vasen dann rein tue, dann kann man da wirklich ganz schön reinarbeiten. Man braucht keinen Stickschwamm. Und die Blüten haben dann auch trotzdem einen ganz schönen Halt. Das mache ich jetzt da. Die genauso bei der Vase. Und bei den anderen schauen wir mal, wie viel das wir dann tatsächlich brauchen. Aber so, und ich habe jetzt da ganz tolle Materialien gekriegt. Das ist jetzt ein ganz schönes, das ist so eine Natur, das jetzt so gefriergetrocknet ist. Und das schaut natürlich jetzt auch ganz toll aus, in so einer Vase drin hat. Da ist es jetzt auch wirklich so, da braucht man wirklich nur einen kleinen Ast mit einarbeiten. Der jetzt da vielleicht noch mal so dazwischen drin steht. Und dann nochmal so ein schönes Material, und das würde ich jetzt wirklich da bei der Vase gerade einfach ganz oben, ganz flach einarbeiten. Bei der dritten Vase, da haben wir jetzt vorgestellt,
wo habe ich denn meine Zange? Ah ja. Die jetzt natürlich da auch ganz schön dazu passt. Das ist so ein kleiner Ast von dem Gelben. Noch mehr dazu. Da kann man das jetzt eigentlich ganz schön verstecken. So. Es ist jetzt wirklich eigentlich keine große Zauberei, aber so kann ich mir das einfach ganz toll vorstellen. Jetzt brauchen wir bloß noch mal ein paar schöne Windlichter. Da haben wir jetzt da zum Beispiel noch welche ausgesucht, die wir jetzt ganz schön reinstellen haben. Man kann natürlich jetzt da ja, eine ganze Theke damit dekorieren. Also der Hirsch, den kann man jetzt auch ganz schön vorstellen, wenn der jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel da die eine Vase wegnimmt und da jetzt so einen goldenen Hirsch dazu stellt, schaut das jetzt auch ganz schön aus, weil sie das nochmal verbindet. Die Windlichter, die haben auch jetzt auch das Gold, das Weiß haben wir da im Bild und in die Vasen und das GS dann dazu. Es gibt einem dann nochmal den Naturtouch. So kann man es jetzt auch wirklich recht schön vorstellen. Ihr habt euch wieder einen Input holen können und es ist eine schöne Dekoration, die ihr euch hier vielleicht daheim auch hinstellen könnt. Also einmal mit Farbe, einmal mit Pep. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und ich freue mich über jeden Kommentar. Also bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!